Recht herzlich willkommen zur 242. Folge von City Skylines. Ja, was müssen wir machen? Wir wollten irgendwo den Flughafen bauen und dafür müssen wir mal gerade schauen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch eine Einstellung zu machen, damit es richtig aussieht. Jetzt passt's. Wo müssen wir hin? Gute Frage. Hier oben war das mit dem... Ne, hier nicht. Noch weiter hoch. Hier wollte man den Flughafen hinbauen, ne? Ja, dafür müssen wir ein bisschen das haben und das haben. Ach so, jetzt ist das. Wenn du das anmachst, siehst du es zwar besser, aber doch, da kannst du auch umbauen. So, jetzt ist das hier glätten. Gut, das passt. Das sieht ganz gut aus, ne, oder? Ja, was passiert? Doch, das wird jetzt weniger. Das ist geglättet. Geht das auch noch zu glätten? Ja, das muss ja auch runter hier. Wird Erde jetzt mehr oder weniger? Weiß ich nicht. Man sieht das leider total schlecht, finde ich. Das wird weniger. Das hier kriegen wir auch weg, oder? Ja. Piep, piep, das ist der Funkturm. Aber vielleicht, warte mal, müssen wir hier nur höher werden. Okay. Kriegen wir da so hin? Weiß ich nicht. Das ist weg. Hier können wir aufschütten. Da geht auch noch was mit aufschütten. Ja. Geht das so? Gute Frage, ne? Ich wüsste zum Beispiel gerne, wo hier jetzt die Linien sind, weil die sieht man überhaupt nicht. Ne, da wollten wir auch tiefer werden, ne? Geht das? Kriegen wir das hier, diese Ebene weg? Nicht so wirklich, ne, oder? Das bedeutet, wir müssen vielleicht hier noch ein bisschen aufschütten. Ne, geht ja weg. Aber wenn ich links klicke, glättet er genauso wie rechts. Also es ist jetzt gerade Pillepalle gewesen, glaube ich. Wir können ja mal schauen, ob wir jetzt einen Flughafen hinkriegen, oder? Den wollten wir hier bauen, ne? Ach so, warte mal. Wir müssen erstmal gucken, dass wir da eine Straße hinmachen, sonst kriegen wir das nicht hin, ne? Die ziehen wir mal ganz einfach hier so lang. Gucken wir doch mal, ob das geht oder nicht. Jetzt den Flughafen auswählen. Haben wir. Oh, geht. Da war es grün. So, jetzt nochmal gucken. Da müssen wir nur ein Haus abreißen. Und ich glaube, eins müssen wir immer abreißen. So, da hat das ja schon mal geklappt, ne? Das ist ja schon mal cool, oder? Jetzt müssen wir noch die Straße wieder anbinden. Das war die mit den Bäumen. Da können wir hier einfach gerade durchziehen, denke ich mal. Da ist fertig. Und andere Seite machen wir das auch so. Ist hier eine Straße? Ach, hier vorne fahren die. Ich sehe sie schon. Da ist die Straße. Aber das geht nicht. Dann nehmen wir das Haus und reißen das weg. Passt. So, jetzt geht das. Wasser brauchen die auch noch. Fernwärme ist an. Und ziehen wir mal gleich bis hier hinten durch, weil dann können wir ja auch noch was anschließen. So, das sieht doch gut aus, oder? Hat's. Kommt natürlich nichts, ist klar. Dauert. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Die verheddern sich natürlich hier wahrscheinlich im Funkturm, aber naja, das werden die schon merken. Da ist ja so ein Leuchtlicht oben drauf, Leuchtfeuer, wie soll man das nennen. Gut, dann haben wir das. Wir können ja mal gerade gucken, was unser
Wo ist denn der andere Flughafen hier, ne, oder? Ja, nee. Karte ist verdreht, oder wie ist das? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo haben wir den denn gebaut? Hier ist auf jeden Fall was zum Machen mit dem, sag schon, Müll. Da ist noch einer. Und hier ist alles in Ordnung, ne? Ne, der kann schon wieder freigegeben werden. Die anderen laufen noch. Hier ist was brachliegend. Haben wir das nicht letztes Mal schon repariert? So, jetzt läuft der Strom da auch wieder. Naja. Gut, dann haben wir das. Strom ist noch genug da, naja. Ach, hier ist der Flughafen, okay. Dann machen wir das mal aus und gucken an. 260, das ist doch eine ganz coole Zahl, glaube ich. So, das haben wir dann. Ja, müsste man gucken, ob da irgendwann der Flughafen angenommen ist, ne, der jetzt hier ist. Jo. Madison Viertel, agrarmäßig, mit dem Flughafen dran, auch cool, ne? Noch kein einziges Flugzeug, was da landet. Was machen wir dann? Gute Frage, ne? Dann könnten wir ja jetzt... Oh, guck mal hier unten. Die wollen alles noch Flächen haben. Aber ich würde jetzt gerne noch was machen, weil ich das ja hier hatte. Und das würde mich ja jetzt noch interessieren, ne? Das hier. Zeppelin-Depot und so. Ein Depot startet man irgendwo. Hier wäre Platz. Geht das dahin? Nicht wirklich. Haben wir irgendwo eine Stelle, wo ein Depot hingeht? Oh, hier, ne? Da geht's nicht, ne? Ich würde das jetzt gerne zusehen, dass wir da das hinkriegen. Und vielleicht dann daneben noch. Sag schon. Dieses hier, das ist ja so eine Haltestelle, ne? Ach, geht noch nicht mal dahin. Geht hier überhaupt irgendwo das hin? Eigentlich müsste es ja gehen, ne? Ach, das Depot will auch was haben, auch geil, ne? Schade, geht nicht. Lass uns gerade den Wasseranschluss für das Depot machen. Fertig. Geht weg. Geht nicht weg. Geht weg. Und nochmal mehr Haltestationen dann. Also hier kommen wir leider nicht weiter. Hier aber vielleicht. Oh ja, da war's. Zack. Und in dem Kreisverkehr geht das nicht mitten rein, ne? Das wäre der Bringer, oder? Nee. Oh, guck mal. Es leuchtet da so grün, dass das da hinpasst. Oder das was. Oh, da geht's. Zack. Da bauen wir den noch hin, oder? Oh, finden die nicht so toll. Also das Viertel hat sein. Geht hier noch was? Aber das ist vielleicht zu nah mit dem Zeppelin dann. So, jetzt diesen Bereich irgendwie noch erschließen. Wo waren das gerade hier? Da wird's gehen. Ach, da haben wir ja schon. Da ist ja er da. Also hier hinten haben wir. Hier haben wir. Jetzt wäre noch hier was zu tun. Da sieht's auch gut aus, oder? Ein Haus muss dran glauben. Machen wir das doch. Da haben wir. Und dann würde ich sagen, ist es auf der Flussseite schon fertig. Dann haben wir hier unten vielleicht noch irgendwo eine Stelle. Auf jeden Fall hier. Ja, machen wir da einfach hin, ne? So. Dann ist der untere Bereich. Dann würde ich den oberen Bereich noch machen wollen. Hier ist der Flughafen. Hier geht aber nicht, ne? Oh doch, da geht sogar. Da
Da geht sogar. Geht's auch direkt daneben? Tatsächlich geht auch direkt daneben. Machen wir das doch. Das passt doch gut zueinander. Na, der Flieger kommt ja hierfür hin. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, der macht jetzt den Anflug oder was? Boah, was kurft denn der da lang? Hammer, oder? Der kann ja gar nicht fliegen, oder? Jetzt schafft er es, da runterzukommen. Jo. Dann gibt es da ja Flugbewegungen. So, da unten haben wir. Hier oben wäre jetzt noch ganz interessant. Gibt es hier irgendwo was? Da gibt es noch freie Felder. Wo ist denn der? Da hinten. Doch, das wäre schon eine ganze Ecke weit weg. Zack. Sehr interessant. Hier oben würde es mich noch interessieren, dass hier was hinkommt. Aber guck mal, hier ist doch eine Stelle frei, oder? Was ist das? Stromleitung. Halb so wild können wir setzen. Zack. Das ist bahnhofsnah. Das ist auch cool. So, da haben wir... Da, diesen Bereich haben wir dann auch. Das würde bedeuten, wir gehen jetzt hier hin. Wo kriegen wir es hier hin? Gute Frage. Ich sehe keine guten Stellen hier gerade. Das funktioniert nicht. Hier würde natürlich irgendwo gehen. Oder da. Aber das ist jetzt direkt bei dem Müll. Das ist jetzt nicht so schön, oder? Da müsste man ein paar Häuser abreißen, ne? Gibt's hier irgendwo noch drinnen was? Nicht wirklich, ne? Da wäre... Ne. Ist hier nicht so toll. Diese Straße wird noch gehen, aber... Ne, ich wollte es denn hier unten irgendwo hinsetzen wollen. Zwei ja davon weg und alles ist gut, oder? So, dann haben wir den Bereich. Dann würde ich diesen Bereich gerne noch erschließen. Aber vielleicht mehr diesen hier. Da sieht das doch ganz nett aus, oder? Oder da? Gut, dann musst du weg. So, dann haben wir das. Hier, da ein. Dann noch hier irgendwo ein. Geht das hier bei den Bahnhöfen irgendwo? Monorail hier, das ist doch top hier. Da war rot, aber... grün, nicht rot. Aber dann geht der... Was ist das, ein Fußweg? Den will ich nicht wegmachen. Gibt's hier noch irgendwo was? Da wäre noch eine Station. Das gefällt mir aber auch nicht. Wo ist denn das hier jetzt hier? Der Zeppelin geht da nicht hin. Da wird's gehen. Da wird's nicht gehen. Da wird's gehen. Dann machen wir da hin, oder? Zack. Zwei Wohnhäuser mussten noch nicht glauben. Ist hier hinten noch was möglich? Da nicht. Da irgendwie auch nicht. Hier geht auch nichts. Ne, ich glaube, hier haben wir keine Chance. Hier ist die Monorail zu Ende, aber... Da müssen wir einfach zu viel abreißen für dann, ne? Und da oben ist dann da einer. Ne, das machen wir nicht. Ich glaube, hier fehlt es noch, oder? Oder sind wir schon durch? Ne, ich glaube, wir sind schon durch, ne? Hier haben wir... Hier unten haben wir...
Da haben wir. Da fehlt Wasser, glaube ich. Wo ist denn hier jetzt? Da ist einer, da ist einer. Hier könnte man noch einsetzen, wenn man hier Platz hat. Oh, da geht sogar. Zack. Dann haben wir da auch noch einen. Gut, letzte Luftwege. Das sind hier so zwei Punkte, die kann man dann verbinden. Also die Frage von wem, von wo nach wo, ne? Dahin. Dann kann ich den hierhin machen. Und den dahin machen. Und den war hier. Ach, guck mal, da haben wir gar keinen gemacht, war, oder? Doch, da ist er. Dahin machen. Und von denen könnten wir dann. Der ist schon angeschlossen, ne? Ja. Den suchen wir denn dann noch auf? Hier ist gar keiner mehr. Doch, da. Da müssen wir anders planen. Kommen wir denn da weg? Ach, weil der da wahrscheinlich ins Gehege mit dem kommt, ne? Das könnte sein, dass das deswegen nicht geht. So, der fliegt dann noch hier unten, oder? Das mag er nicht, aber bis dahin mag er und dann geht er auch von da weiter. Hier ist keiner mehr. Wenn ich so will, dann geht das nicht, ne? Dann kann ich jetzt nicht mehr ändern, jetzt haben wir es falsch gemacht. Gut, dann fliegt er halt so rum nach da. Und von dem Punkt geht's dann zu dem Punkt. Ach so, da sind wir schon angeschlossen. Aber geht trotzdem. Und von dem geht's dann weiter zu dem. Marker nicht. Hier unten ist keiner, ne? Nein. Und von dem geht es dann nach dem, zu dem. Und dann haben wir es geschlossen, oder? Das sind die Luftwege und jetzt können wir Haltestellen einfügen. Das wird schwierig, ne? So, von dem fliegen wir zu dem. Und dann fliegen wir zu dem. Komm schon, ja. Dann hierhin. Ja, ich sehe schon. Hier oben ist das Depot nicht angeschlossen. Müssen wir auch noch machen. Dann da. Ach so, dann geht er von da nach da zu dem hier. Und dann fliegt er hier hin. Dann ist die Linie schon mal geschlossen. Müssen noch den Luftfahrtsweg hier oben vom Depot zum Dingens machen, sonst können die da nicht hinfliegen. Passt. Und da ist auch schon das erste Schiff. So, und dann müssen wir noch eine zweite Linie machen. Die war dann hier, ne? Gehen wir darüber, nach dem, von dem zu dem und von dem zu dem. Und dann fliegen wir wieder zurück. Und dann ist die zweite Linie auch offen, glaube ich. Können wir hier sehen, ne? Ja. So, und dann können wir mal reingucken. Oh, da unten waren schon 16. Wo ist denn das? Okay. Ja, wird ja wohl schon angenommen, oder wie sehe ich das? Und der. Was? Wo sind die hier? 51 Leute warten da unten. Das ist natürlich krass, ne? Und ich will hoffen, dass das hier genug sind. Wie viele sind denn auf Linie? Da, drei. 35.
70, 105 und da unten stehen schon 87. Das ist natürlich dann der Hammer. Was ist denn da los, dass da so viele mitfliegen wollen? Ach, da gibt's keine anderen Linien, ne? Dieses ganze Wohngebiet fliegt jetzt hier nur noch. Ne? Keine Straße, keine, sag schon, Buslinie, nix. Oder? Buslinien sind blau, ne? Da oben sind welche. Vielleicht sollte man die mal dahin fahren lassen. Zeig mal. Kann man das hier? Oh, das ist jetzt schwer zu sehen hier, ne? Da ist auch schon wieder was zu machen. Wo dreht denn der dann? Oh, da hinten irgendwo. Dann mach die nochmal weg. Mach die gleich hier hin. Wo geht denn das hier weiter rein? Gar nicht. Oh, der fährt dann da oben irgendwo lang oder da unten oder wo? Ah, jetzt geht er da lang. Gut, das würde bedeuten, wir können mal hier noch eine hinsetzen. Und wo ist jetzt bitte schön die Buslinie angeschlossen? Ah, da geht's lang. Das bedeutet, wir können das machen. Und wo ist der Eingang? Der ist da. Wo dreht denn der? Oh, ganz weit da hinten irgendwo. Aber wir könnten vielleicht da fahren lassen, ne? Ja, anders geht's ja schon fast gar nicht, ne? Naja, hier ist ja auch gar nichts los. Können wir da mitnehmen, ne? Dahin. Und die ist da, genau. Geht's hier irgendwo durch? Leider nicht. Aber ich glaube, wir fahren trotzdem mal hier in diese Reihe rein. Hier geht's nicht durch, ne? Ne. Dann da lang. Da lang und wir schließen hier wieder. Und dann haben wir da auch eine Linie, ne? Ja. Und was macht der Zeppelin? Beziehungsweise Zeppelin-Linien. Boah, was ist hier los? Ey, guck mal, wie stehen denn da? Hammer, oder? Ja, das bedeutet, ja, der fliegt schon da lang mit 4. Ich glaube, wir müssen da mal gerade ausbauen, ne? Zack. 13 Flugschiffe. Luftschiffe, nicht Flugschiffe. War das jetzt der? Nee, der war das jetzt nicht, oder? Nee, das ist da. Ja. Da gibt's ein Wasserproblem. Das kriegen wir da auch noch gerade gemeistert, oder? Ja, die Zeppeline, die fliegen dann ja hier schön weg, ne? Krass, oder? Und da kommen immer noch welche, ne? Das einzige Beförderungsmittel ist hier. Zeppeline. Geht zur Arbeit. Und wo kommen die jetzt alle weg gerade? Sind das jetzt die Busse, die die auch noch bringen? Die kommen alle angelaufen. Ah, da ist eine Bushaltelinie.
Ja, hier direkt vor ist ja nicht so viel los. Ah, da ist gerade ein Schiff gekommen. Der Kramladen, aber ich würde jetzt gerne die Bushaltestelle sehen. Die kann man da natürlich nicht mitsehen, ne? Das war ja klar. Da muss man wieder das hier wahrscheinlich auswählen. Und da muss man das auswählen. Und da stehen sie. Krass. Da stehen sie. Krass. Hier ist noch am wenigsten los. Und da sind 86 am Stehen. Also das sind die 86. Das sind die 341. 484. 28. Ah, hier geht's weiter. Da steht fast keiner. Ja. Das machen wir gerade hier, wenn wir schon in der Nähe sind. Läuft, ne? Ist hier noch was? Da. Und da. Das andere blinkt schön. Keiner voll läuft. Ja, dann muss man mal gucken, wie man diese 36 pro Woche stehen da. Das ist ja cool, das geht ja, ne? Ist nur so komisch, dass da immer noch welche kommen. Ist der Hammer, oder? Und wo sind die Schiffe? Von wo kommen die? Hier da. Liniendetails. Okay, ich glaube, die sind schon sauer und hauen schon ab, kann er sein. Ja, die gehen schon wieder, weil sie keinen Bock drauf haben, hier so lange zu warten wahrscheinlich. Die nächsten Schiffe sind auch alle voll, ey. Ja, das ist krass. Kommen jetzt aber gerade wieder welche dazu. Aber naja, was willst du machen? Das geht jetzt nicht. Ich habe schon hier volle Leistung gemacht. Pendelt sich halt gerade ein, oder wie? Muss man schauen. Okay, aber ich würde mal sagen, mit der Folge lassen wir es hier erstmal gut sein. Wir schauen nächstes Mal wieder rein, wie sich hier die Zahlen weiter etablieren. Und ja, würde dann sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut dies. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.